also Nachhaltigkeit, das haben wir schon gesehen, hat nichts mit Halten zu tun, hat auch wohl nichts mit Lassen zu tun. Das ist ja auch ein Eindruck, den man manchmal mit dem Begriff Nachhaltigkeit hat. Es ist besser, wir lassen vieles, dann wird es schon besser werden. Auch das ist nicht der richtige Eindruck. Es geht ums Gestalten. Es geht ums Gestalten. Es geht darum, dass nicht nur jeder Künstler ist, es geht darum, dass jeder auch Unternehmer ist und eben nicht Unterlasser ist. Dass er verantwortet und nicht versagt. Denn das Gegenteil von verantworten ist eigentlich sozusagen nicht antworten, also nicht sagen, versagen. Es ist nicht können, sondern es ist nicht antworten wollen. Ja, die Frage, die man sich dann stellt, bei dieser Welt mit allen ihren vielen Problemen und allen ihren Fragen, worauf soll ich antworten? Wofür soll ich Verantwortung übernehmen? Was ist ja grenzenlos? Das ist die Frage, wer ist mein Nächster eigentlich? Und für mich gibt es da zwei Fälle, wo mir scheint, dass ich berufen bin. Das eine ist, dass mir jemand anvertraut ist, dass mir jemand vertraut, sozusagen. Und das andere ist, dass ich mir jemanden anvertraut habe. Dieses Trauen ist ja eigentlich sozusagen das Suchen der Verantwortung. Und es ist auch so, wenn ich Verantwortung übernehmen will, also gestalten will, dann kann ich das, das erleben wir in Unternehmen immer mehr und das erleben wir in unserer Gesellschaft immer mehr, dann können wir das eigentlich nur hinkriegen, wenn Menschen da sind, die uns trauen. Wenn sie uns nicht trauen, dann geht unser Versuch, Verantwortung zu übernehmen, doch sehr oft ins Leere oder gerät sogar ins Gegenteil. Also, einer Verantwortungsübernahme gehen irgendwie Begegnungen voraus. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Zeit, diese Begegnungsqualität zwischen den Menschen, und wir haben ja den Eindruck, dass wir uns da immer ferner rücken, je mehr wir voneinander wissen in der Welt, durch die ganze Virtualität, dass wir diese Begegnungsqualität als Aufgabe annehmen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Wort Verantwortung. Schauen uns das an, Verantwortung. Also es ist ja deutlich, es geht darum, bei dem Wörtchen Ver, das sieht man ja, das heißt immer in der deutschen Sprache, es ist etwas da, was grundsätzlich dauerhaft oder so ist. Also loben, verloben ist halt ein Unterschied. Es sollte etwas dauerhafter sein, als einfach nur loben. Und so kann man das an vielen deutschen Worten ausprobieren, man kann mal so alle Worte mit Ver durchgehen, das ist ganz interessant, was das dann für eine Nuance, für eine Färbung einnimmt, dieses Wörtchen Ver. Also bei der Verantwortung geht man davon aus, dass einer da doch ganz grundsätzlich bereit ist zu antworten. Und dieses Verantworten, das hat, Herr Reitz hat gestern gesagt, das hat mich beschäftigt, was ich alles gestern gesagt habe. Ich habe mir so viel gemerkt davon, ich muss darauf zurückkommen. Ihr habt gesagt, Verantwortung ist Freiheit. Und ich glaube, Verantwortung ist eine freie, bewusste, menschliche Tat. Warum ist sie frei? Ich übernehme Verantwortung. Was wir oft glauben zu können, ist, ich ziehe jemanden zur Verantwortung. Das machen wir, das Spielchen. Das geht aber nicht, wirklich. Wenn er nicht antwortet, antwortet er nicht. Und wir können eigentlich keinen Menschen zur Verantwortung ziehen, wir haben auch gar nicht das Recht, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Eine andere Frage ist sozusagen, was für Konsequenzen da sind, also wer die Folgen zu tragen hat und ob jemand die Folgen zu tragen hat für das, was er getan hat. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ich kriege ihn nicht richtig zur Verantwortung. Also es ist eine freie Tat. Das zweite ist eine bewusste Tat. Was hat das für Folgen, wenn wir sagen bewusst? Das heißt, ich kann eigentlich nur Verantwortung übernehmen, wenn ich in der Lage bin, die Konsequenzen dessen, was ich tue, auch zu erfassen.
denken zu können. Das heißt, Kinder können keine Verantwortung übernehmen. Das wissen wir auch. Deshalb gibt es diese Volljährigkeitsfrage. Ich muss warten, bis ich davon ausgehen kann, dass jemand in der Lage ist, die Konsequenzen zu übersehen und das zu überdenken. Das sehen wir ja noch leicht ein. Was wir im Augenblick, glaube ich, nicht so leicht einsehen, ist, dass Systeme keine Verantwortung übernehmen können. Unsere Welt hat versucht, zurzeit die Verantwortung auf irgendwelche Systeme zu übertragen. Gesundheitssystem, ist vielleicht das Auffallendste. Aber auch unsere Marktwirtschaft ist ein System. Und dann haben wir versucht, der Marktwirtschaft dadurch Verantwortung zu übertragen, indem wir sie sozial genannt haben. Und sagen jetzt soziale Marktwirtschaft. Und da sehen wir, dass wir etwas übertragen, wo es um Verantwortung geht beim Sozialen. Und das geht nicht. Soziale Marktwirtschaft ist eigentlich ein Begriff, der auch irritierend ist. Weil sozial können nur Menschen sein. Verantwortung übernehmen können nur Menschen. Niemals Systeme. Und da machen wir uns eine große Illusion in dieser Zeit, dass wir mit unseren Systemen, die wir alle haben, die Verantwortung loswürden oder uns dadurch irgendwie von freikaufen. Versicherungen sind ja so etwas. Altersversorgung ist jetzt in diese Richtung gekommen, dass wir haufenweise Systeme einrichten, um die Verantwortung dafür loszuwerden. Ja, Entwicklungshilfe vielleicht auch in gewissem Umfang in diese Richtung entartet, dass sie ein bisschen in dieses Loskauf von Verantwortung hineingekommen ist. Und in vielen anderen Fällen kann man Beispiele finden. Das dritte Ja, das war die Tat eines Menschen. Ich bin etwas schon über den Punkt weggegangen. Ich habe gesagt, eine freie, bewusste, menschliche Tat. Und unter dem Menschlichen hatte ich jetzt deutlich gemacht, dass eben Systeme keine Verantwortung übernehmen können, sondern nur Menschen. Das waren die drei Gesichtspunkte, die mir für die Verantwortung wichtig sind. Und wenn wir über Verantwortung sprechen, erleben wir auch, dass Menschen sich völlig anders eingrenzen oder auf völlig unterschiedliche Gebiete beziehen. Auch das möchte ich betrachten. Ich unterscheide drei Stufen der Verantwortung, um mich besser orientieren zu können. Das eine ist die sachliche Verantwortung, das zweite die soziale Verantwortung und das dritte die kulturelle Verantwortung. Und diese sachliche Verantwortung, das ist eigentlich die, wo es ums Funktionieren geht. Es ist der Bereich, den wir als pur wirtschaftlich bezeichnen können. Es ist der zweckorientierte Bereich im engeren Sinne. Und ich bin eigentlich zufrieden und glaube, meine Verantwortung erfüllt zu haben, wenn sich Aufwand und Erträge decken, wenn das Ganze in engsten Sinne des Wortes wirtschaftlich ist. Und wir wissen sehr gut, dass diese so eingegrenzte Verantwortung auch wirtschaftlich funktionieren kann auf Gebieten, die verboten sind. Sei es ein Drogenhandel oder sonst irgendwelche verbotenen Dinge in der Welt. Also wenn ich die Verantwortung sozusagen auf das Funktionieren begrenze, dann kann ich das eigentlich frei von jedem Rechtsrahmen oder auch unter Ignorierung eines Rechtsrahmens tun. Das ist diese sachliche Verantwortung.